Plan ist, dass circa gegen 10 Uhr, wenn es nicht zu Störungen kommt, der Sperrkreis soweit steht, wir dann auch soweit alles fertig haben, also einschließlich der Ladung an der Bombe und das Floß auf der Bombe, sodass wir dann, wenn alles reibungslos klappt, auch mit der Kontrolle des Sperrkreises zwischen 10 und 11 Uhr, möglichst ohne Gewitter diesmal, die Sprengung auslösen können. Das ist das